3. Es sind einfach 3. So, wir sind jetzt ein Stückchen weiter gefahren nach Ucuilet und guckt euch mal schon wieder diesen Baum an. Es ist Wahnsinn. Schaut euch mal an, wie klein die Yassi ist. Es ist wirklich irre. Die Wälder hier sind so krass. Es ist so beeindruckend. Also geht hier unbedingt durch die Natur. Vielleicht sieht es auf den Videos immer überhaupt nicht spektakulär aus und es kommt überhaupt nicht rüber. Ja. Aber es ist echt faszinierend und beeindruckend, weil es sowas bei uns nicht ansatzweise gibt. Überhaupt nicht. Wir sind Yassi und Andi und wir sind seit August 2023 auf Weltreise. Wir lieben es, in der Natur zu sein, neue Orte zu entdecken und Abenteuer zu erleben. Wenn wir uns nicht gerade mit unserem selbst ausgebauten Camper Anja in Europa herumtreiben, reisen wir mit unseren Backpacks um die Welt und du kommst mit uns mit. So, wir sind jetzt heute ein ganz schönes Stück weiter gefahren. Wir sind einmal quer durch die Insel gefahren und in den Norden hoch. Wir sind jetzt in Campbell River und hier soll gerade der Lachszeit sein. Hier sind einige Lachsflüsse und auch Lachshatcheries und genau zu solchen gehen wir heute. Ja, wir sind beim Herfahren schon an einem Schwarzwerf vorbeigefahren, der ist direkt am Straßenrand gesessen, ist aber sofort in den Wald reingelaufen. Wir konnten noch ein kleines Foto von ihm erhaschen und dann war er auch schon weg. Und wir hoffen, dass wir jetzt natürlich auch noch mal welche sehen. Wir nehmen die Kameras mit und dann geht's schon los. Wir müssen nämlich einen Kilometer hingehen. Ja, und wo die Lachse sind, sind normalerweise ja auch die Schwarzbären. Ja. Also drückt uns die Daumen. Wir haben gestern Abend einfach 4 verschiedene Bären gesehen. Das war so schön. Wir haben sie über 1 oder 1,5 Stunden beobachtet. Es ist immer einer da gewesen und dann ist der wieder weg und dann ist ein anderer gekommen. Bis auf einmal, da ist ein zweiter dazu gekommen und dann haben die ein bisschen zum Streiten angefangen. Der eine hat den anderen dann ein bisschen verjagt und der ist dann durchs Wasser geschwommen, voll auf uns zu, hat einen Lachs im Mund gehabt und ist dann auf so eine kleine Insel in der Mitte vom Fluss gegangen und hat ihn dort gefressen. Es war echt wunderschön. Der war halt einfach nur so 7 Meter von uns weg. Super beeindruckend, das so zu sehen. Also einfach der Wahnsinn. Dann ist es leider dunkel geworden und wir mussten zurückgehen.
Aber wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, konnten wir es nicht lassen und sind deswegen jetzt wieder hier. Und ja, wir sind gespannt, was wir jetzt alles sehen oder wie viele Bären wir jetzt sehen. Ob wir überhaupt noch mal welche sehen. Gerade ist nämlich keiner da, aber ich glaube, das dauert nicht lange. Gerade ist keiner da, nee. Heute regnet es leider den ganzen Tag, aber das hält uns nicht davon ab, hier zu stehen und auf die Bären zu warten. Deswegen drückt uns die Daumen und wir melden uns dann, ob wir einen gesehen haben. Keine 5 Minuten später, nachdem wir gekommen sind, ist aus dem Wald eine Bärenmama rausgekommen und hinterher sind 3 kleine Babybären gegangen. Das war so ultra süß. Es waren einfach 3. Die Bären haben dann aber, die Bärenbabys haben ein bisschen im Wald gewartet. Die Mama ist dann zum Fluss gegangen und hat einen Lachs geholt und wollte mit den Bärenbabys dann wieder in den Wald zurück und die essen. Aber dann ist ein anderer Schwarzbär entgegengekommen. Die Mama hat die Babybären auf den Baum raufgeschickt. Richtig cool, wie die Babybären da hochgeklettert sind. Das ging so schnell. Das war echt, das ging so zackig. Die Mama hat dann den anderen verjagt und ist dann auch zu den Kleinen auf den Baum rauf. Da saßen sie dann 5 oder 10 Minuten, sind dann wieder runtergekommen und im Wald verschwunden. Aber es war einfach mega schön, einfach die Kleinen zu sehen und auch wie die auf den Baum klettern. Das habe ich mir so gewünscht, dass wir das sehen in Kanada und jetzt hat es echt noch geklappt. Ja, und nicht nur das haben wir gesehen, wir haben auch, glaube ich, 3 andere Bären noch gesehen. Ist echt krass, wie schnell die, also wie oft die hierher kommen. Und man kann auch schon richtig die verschiedenen Verhaltensmuster von den Bären irgendwie sehen. Der eine kommt immer, schnappt sich einen Lachs, geht wieder irgendwo ein paar hundert Meter weg und kommt 10 Minuten später wieder. Der andere ist die ganze Zeit im Wasser gestanden und hat immer den gleichen Stein zum Fressen hergenommen. Ist echt krass. Aber wir machen uns jetzt mal kurz auf den Weg und gehen woanders hin. Direkt in der Nähe sind auch noch die Elk Falls und genau da gehen wir gerade hin. Wow, was für ein cooler Wasserfall. Wir haben gar nicht damit gerechnet, dass der so cool ausschaut, weil die Bilder auf Google Maps eher ein bisschen mickriger sind. Absolut nicht so viel Wasser. Er sieht auf den Bildern viel kleiner aus, wie er eigentlich ist. Und was mir besonders gut gefällt, ist, dass man an verschiedene Punkte gehen kann und ihn von verschiedenen Perspektiven sieht. Am besten, finde ich, ist es aber von der Brücke aus. Und wir sind jetzt hier fertig, wir sind ein ganzes Stück gegangen und jetzt geht's für uns wieder zurück zu den Bären.
Wir haben die letzten zwei Tage wirklich sehr viel Zeit an der Quinsam Hatchery verbracht. Es war wirklich sehr schön. Wir haben 10, 15, vielleicht 20 verschiedene Bären gesehen. Wir wissen es nicht. Wir haben so oft und so viele gesehen. Wir haben auch immer wieder die gleichen gesehen. Das haben wir am Verhalten von den Bären gesehen. Es ist einfach nur wirklich beeindruckend. Die meisten Bären haben wir direkt an der Hatchery gesehen, wo die Lachse abgefangen werden. Aber es gibt auch Wege, wo man am Fluss entlang gehen kann. Da gibt es wirklich einige und dort soll die Chance auch sehr hoch sein. Ja, und es ist absolut crazy, wie viel wir gesehen haben. Es ist unglaublich. Wenn ihr auf Vancouver Island seid, müsst ihr hier unbedingt herkommen, weil wir haben die Bären in so vielen verschiedenen Situationen gesehen. Wir haben eine Bärenmama mit Babys gesehen. Wir haben gesehen, wie die auf dem Baum oben gesessen sind. Wir haben gesehen, wie sie Lachse aus der Luft gefangen haben, wenn die gesprungen sind. Wie sie ins Wasser gestürzt sind, um einen zum Fangen. Wie sie gestritten haben miteinander, weil sie zu nah aneinander waren. Wie die Mama die Kleinen verteidigt hat. Und auch, wie ein Bär geschwommen ist. Also wir haben, wie ihr merkt, super viel Zeit hier verbracht. Aber es war unglaublich. Es lohnt sich, Zeit hier zum Investieren und zum Warten, bis ein Bär kommt. Und für uns geht es jetzt weiter. Leider, wir müssen diesen unglaublich schönen Ort verlassen. Denn für uns geht es weg von Vancouver Island. Wir nehmen nämlich morgen die Fähre. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann abonniere unbedingt unseren Kanal. Und wenn dir dieses Video und vor allem die Bärenaufnahmen gefallen haben, dann lass uns doch gerne einen Daumen nach oben da für das Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.